Gerhard Schröder feiert Geburtstag in der westlichsten Stadt Russlands, Hannover, wo ihn alle lieben und verehren. Gerhard Schröder, Held von Hannover. Ja, nein. Also nicht? Doch. Ja, was denn jetzt? Der war der Beste, der hat doch uns in die Rentenlüge gesteckt. Ja, ich meine, sich als Sozialdemokrat auszugeben und dann im Prinzip die komplette Sozialdemokratie oder den kompletten Sozialstaat zu hintergehen und ja, das finde ich schon nicht so cool. Ja, also du bist eher kritisch eingestellt, ne? Ja, kritisch würde ich das jetzt nicht nennen, ich finde ihn schon ziemlich kacke. Richtig geil dagegen ist die Gästeliste seiner Geburtstagsparty im Rathaus. Lauter Hannoveraner B-Promis, die auch Vormittagszeit haben. Er ist ein toller Mann, Gerhard Schröder, muss man sagen. Er hat viel getan für dieses Land. Ja. Zum Beispiel. Er hat 5-mal geheiratet. Ja, gut, das ist auch eine Leistung, oder? 5-mal geheiratet, keine Kinder, ist eine tolle CO2-Bilanz, oder? Also, muss man auch mal sagen. Ja. Jetzt kommt mein Mann. Jetzt kommt Ihr Mann. Ist doch wunderbar. Schönen guten Tag. Hallo. Nichts, keine Sorge, ich habe Sie nicht angefasst. Nee, wer kriegt. Also ich finde ihn wirtschaftlich auf jeden Fall den besten Kanzler, den wir gehabt haben. Ne? Er hat die SPD von ihrem sozialistischen Image befreit, kann man sagen. Ja. Er hat Europas größten Niedriglohnsektor erschaffen. Auch sagen, top. Also wenn die SPD ihm gefolgt wäre und in der Mitte aufgemacht hätte, dann wäre sie woanders heute, glaube ich. Also noch weiter unten, oder? Nein, oben, ganz oben. Auch ein guter Freund von Gerhard Schröder? Naja, das ist so mein kulinarisch guter Freund. Guter Freund. Und vielleicht ein Glas Wein, vielleicht. Der für ja, zwei der für jetzt. Oder? Wie viel hat er denn so meistens getrunken? Zwei. Zwei, ja. Zweieinhalb. Ja, wir sind jetzt hier im Inner Circle vom Hannoveraner Rathaus oder wie es bei Gerhard Schröder heißt, in der Duma. Und erfrischend wenig Nörgler von der SPD hier, also es könnte durchaus noch eine schöne Party werden. Herr Oppermann, grüße Sie. Endlich mal ein Tag ohne Andrea Nahles, oder? Wer, glauben Sie, hatte weniger Bock drauf heute, Schröder oder Nahles? Ich finde, Gerhard Schröder hat auch diesen Tag erkennbar genossen und er hat es auch verdient. Sind Sie ein guter Freund auch, oder? Nö, ich bin von der FDP der Fraktionsvorsitzende. Aber ich komme trotzdem. Ich habe gute Nachrichten, es sind mehr Freunde von der FDP als von der SPD heute da. Das kann ich mir vorstellen. Könnten Sie vielleicht noch ein paar Glückwünsche in die Kamera sagen für Schröder auf Russisch? Sie können ja Russisch. Ich kenne kein Russisch, nein. Sie können kein Russisch. Weil ich dachte, weil Deutsche, die so schlecht Englisch reden, hatten ja oft Russisch als erste Fremdsprache. Keine Sorge, ich habe Lateinisch als erste Fremdsprache gehabt. Ja. Dann Französisch, dann Englisch, aber kein Russisch. Ja, okay. Und Sie? Ich kann gar nichts. Dachte ich mir. Herr Kind, ZDF. Nee, ich weiß das. Und wenn Sie sich die Fragen selber aussuchen dürfen? Auch dann nicht. Auch dann nicht. Ja, schön. Hier sind auch Gerhard Schröders Ex-Frauen gekommen und sie singen ihm gerade ein Ständchen. Und mit diesen hochemotionalen Bildern gebe ich zurück ins Studio. Klickt hier für weitere Heute-Show-Videos. Und klickt hier... verdammt, Moment. Und klickt hier, um den Channel zu abonnieren.